Hallo ihr Lieben. Hallo zusammen. Heute wieder Neues aus der Werkstatt. Das ist irgendwie immer so sehr synchron, ne? Ja, oft. So, wir haben heute eine Aktion von der Ride App. Die haben wir ja mal vorgestellt. Schaut euch mal an, was wir da damals gemacht haben. Wenn ich da drauf gehe und ich möchte tanken, dann sagt die mir die nächste Tankstelle. Zack. Und dann gehe ich auf Google Maps und der sagt mir, wo ich langfahren soll. Jetzt suchen wir uns eine Zapfsäule aus. Guck mal, da hinten die 5 ist frei. Jetzt tanken. Ja. Zapfsäule 5. Ich muss nicht zwangsläufig die Zapfsäule vorher auswählen. Ich kann das auch nachher machen. Ich kann auch wählen, ob ich dann doch noch in die Bude will, mit einem Snickers holen oder was ich will. Genau. Okay. Ja, aber mit Schokoriegel. Guck mal, wenn du so siehst, ne, die Leute, in der Zeit, wo die reinlaufen und rauslaufen, wer steht jetzt schon wieder da vorne an? Ja. Der wäre schon längst weg. Also ich drücke jetzt auf Bezahlen und dann ist meine Sache erledigt. Da brauche ich da nicht mehr rein. Und die Zahlung wird verarbeitet. Mal gucken, ob das da oben auch gleich verschwindet. Oh, bezahlt. Jetzt fahren. Ja, jetzt kann ich fahren und tschüss. So, und die haben bis zum 31. Oktober, wer sich dort anmeldet, eine Aktion, wie der Kölsche so sät, ein Leckerchen. Ja, also da kann man eigentlich was Geld empfehlen. Und zwar, wer sich in der Ride-App mit seiner Mastercard registriert, das heißt die Mastercard als Zahlungsmittel angibt, der bekommt beim ersten Tanken, egal ob er schon registriert ist oder sich neu anmeldet, 10 Euro gutgeschrieben beim ersten Tanken. Und den 10 Euro, das ist doch was Feines. Kann man mal mitnehmen, den 10 Euro. Ja, kann man mitnehmen, jeden Fall. Und ich würde sagen, wir müssen jetzt raus. Ne? In den Regen. Komm, Regenschirm. Regenschirm haben wir hinten, glaube ich. Ich will nicht raus. Regnet? Nicht dicht, ne? Tut das eigentlich weh, wenn die Tropfen da so auf den Kopf fallen? Die sind nicht dicht, ne? Ja, das mag sein. Also deswegen hat der Jürgen den Schirm an, damit das nicht so weh tut, also wenn die Tropfen auf den Kopf fallen. Das hämmert immer so. Meine glatzköpfigen Freunde hier. Man spricht nicht über ausgefallene Sachen. Nein. Oh Gott. Ah. Ach, nee. Hey, Regen werden wir kriegen. Boah, also, wir haben hier einen schönen 560er, 126er, ein Traumauto. Der Wagen hat folgendes Problem, dass der jetzt erstmal etwas länger schon gestanden hat und vor allen Dingen im warmen Zustand, Jürgen. Hat die noch an der Seite? Ja, dass der im warmen Zustand wohl nicht anspringt. Und im kalten ist die Batterie leer. Ja, weil der so viel steht, der Wagen. Jetzt fahren wir den erstmal rein. Mann, was für ein Auto, ey. Mach mal, wenn du schnell machst, macht nichts, ne? Schnell geht. Was machst du denn? Klemmen. Du kannst jetzt starten. Ich könnte jetzt starten, ne? Oh Gott. So, mach mal, klemm mal ab da vorne. Wunderbar. Ja, der hat den Wagen wohl länger in der Garage stehen gehabt. Dann ist die Batterie total tief entladen. Den hängen wir jetzt gleich erstmal draußen an die Ladung, drinnen an die Ladung. Und, aber allein hier, wenn man das hier sieht, ne, guck mal, wie schön kann dir den Gurt so greifen. Das waren Autos. Klickt man an, der fährt schön rein, der Gurt. Also das ist schon ein tolles Auto mit Tempomat. Alles hat er drin. Hoppla. Das Mikrofon hier verdeckt. Also, aber 560er, ich meine, der ist auch CO2-neutral hergestellt worden. Aber was ein Auto. Boah, und wie der geht. Ach Gott. Herrlich. Da kommt man sich vor wie so ein kleiner Adenauer. Aber da müsste ich ja hinten sitzen. Ne? Also auf jeden Fall, so vom Fahrkomfort her ist das schon ein Träumchen. Und dann setze ich mal direkt rückwärts rein, damit wir hinten auf die Bühne können. Komme ich hier gut rein. Jo. Ist aber auch ein Schiff, du. Ja. So, was sehr schön. Scheiße. Wagen hat Lederausstattung. Jo, guck mal. Ja. Ist das noch ein C-Netz-Telefon? Ich weiß nicht. Ah, guck hier. Ist noch C-Netz, ne? Nee, das ist schon D-Netz. Das ist schon D-Netz? Ich hab so Motorola. Ich habe so eins als C-Netz gehabt. Junge, ey. Könnt ihr meistens gar nichts mehr mit anfangen mit C-Netz. Nee, das stimmt. Hast du dich jetzt angeschnallt für die 3 Meter? Ja, weil das einfach so, es lädt einfach dazu ein, weißt du? Weil er dir den angibt, ne? Ja. Herrlich. Herrlich. Kannst du eben hinten die Werkzeugkiste wegräumen? Unsere? Ja. Mein Papa, da kriegst du Pipi in die Augen, ne? So ein schöner Wagen, oder?
So ein schöner Wagen, ne? Da kriegst du Pippi in die Augen. Ne? Das ist echt. So was hast du auch gehabt, oder? Ja. In den roten, weißt du? Ja, ja, genau. Und die Reifen kaputt gefahren. Ja. Wo du die Reifen kaputt gefahren. Das waren 320er, den habe ich mir geliehen. Ja, hey, auf der Autobahn. War das mit Winterreifen? Nee, es waren Winterreifen. Ja, das waren Winterreifen, ne? Nee, das waren Winterreifen. Und das waren Winterreifen. Ja. Da bin ich nach Metten gefahren, weiß ich noch. Und dann gebe ich dir den Wagen zurück und dann sagst du noch, was hast du mit dem Wagen gemacht? Da habe ich gesagt, was soll ich damit gemacht haben? Nix. Wie schnell bist du gefahren? Ja, Vollgas. War jetzt 230, 240. Die Winterreifen, die bis 180 waren. Nee, ne? Bis 220. Ich bin 240 gefahren damit. In die Breite. Ja. Ah, ja. Ja, ja. Alles kann ist man, den kann man auch schon ganz aufstellen hier. Genau. So, der Wagen hat auf jeden Fall. Das stimmt. Das ist für mich die genialste Erfindung. So, jetzt würden wir sagen, lass mal den Wagen mal warm laufen. Der Patrick schimpft immer mit mir, weil meine Brille immer hier mein Mikrofon kommt. Jürgen, müssen wir ein Ladegerät dran machen? Pass auf die Brille auf. Du Scheißding. Alles? Ja, meine Brille klappert ja immer hier dran. So, wolltest du denn auslesen? Ja. So, Ladegerät dran. Please hold the line. Bitte halt die Leine. So. So. Kannst den Strom fließen lassen. Dann lassen wir ihn jetzt was warm laufen, den Wagen. Und schauen mal, was er dann macht im warmen Zustand. Ja, nützlich. Müssen wir mal das Startgerät dran machen. Na, ist noch. Es ist noch zu wenig. Lass den eben warm laufen und gucken, was dann im Heißstart passiert. So, und hier haben wir einen Seat. Ein Seat Benidorm. Altea. Altea liegt neben Benidorm. Boah, der hat eine Bildung natürlich. Ja, das ist ja Bildung. Unglaublich. Das ist Wahnsinn, ne? So, auf jeden Fall, wir lassen den Mercedes jetzt gerade warm laufen. Oh. Ach du Scheiße. Den quietscht ja noch ein bisschen. Ach du Scheiße. Was denn? Ich wollte gerade das Fenster runter machen. Und was hat er gemacht? Ja. Knack, knack? Ja. Mach nicht, ich mache es hoch. Ganz oft problematisch bei diesen Autos, dass innen drin das Gestänge hängt. Und jetzt. Mach mal. Ja, die Mechanik knirscht da drin, das fühlst du. Ja, da muss man mit dem Kunden sprechen, da muss auf jeden Fall innen drin der Fensterheber neu gemacht werden. Aber das ist eigentlich nicht das ein Problem. Sein Problem ist, nochmal, wir lassen den Mercedes gerade warm laufen und bis der heiß ist, und dann gucken wir mal, ob der anspringt. Jetzt gucken wir uns den Wagen an. Der lässt sich nicht oder schlecht schalten. Gerade beim Reinfahren ging die Gänge, jetzt geht es aber eigentlich wieder. Gerade gingen die Gänge ganz beschissen rein. Aber der sitzt auch irgendwie nicht richtig in Mittelstellung, ne? Doch. Oder? Jetzt doch. Aber vorhin war das anders. Ich bin, als ich reingefahren bin, ging er fast gar nicht. Erster Gang ist drin. Zweiter ist drin. Da hängt er. Da hängt er, ja. Beim nach vorne gehen. Ja. Da hängt er, da. Der Kunde sagt, lässt sich schlecht oder gar. Op. Das Gang ist gar nicht am Getriebe, der Gang ist drin. Ja, weil er dann zeitweise nicht reinfügt. Der hat auf jeden Fall. Warte. Schaltseile. Gehst du mal vorne gucken? Ja. Der hat Schaltseile, mit dem die Gänge im Getriebe eingelegt werden über so Umlenker. Kann man jetzt auch von vorne mal gucken und müssen wir mal sehen, ob da irgendwas zu sehen ist. Was ist? Alles gut, Jürgen? Ja, ja. Weißt du, das ist, wenn du so gewohnt bist, eine Haube aufzumachen, die auch dann oben hält, ne? Und ich lasse sie einfach los. Aber ich habe zum Glück festgehalten. So, hier kann man schön sehen. Mach mal. Hier unten, guck mal hier rein, Patrick. Da siehst du die
Schaltkulisse. Ich leuchte mal von hier drauf. Die Schaltkulisse, wie sie hin und her geht. Jetzt hängt er, Jürgen. Damit werden die Gänge eingelegt. Jetzt hängt er. Jetzt hängt er. Ja, ich kriege ihn gar nicht mehr raus. Ah, warte mal, mach mal nur die Position hin und her. Guck mal da hinten rein. Guck mal da hinten rein, da. Siehst du das? Da hinten. Aber ich krieg den Gang jetzt gar nicht mehr raus, ne? Mach nochmal hin und her. Ja, Holger, das sieht klasse aus. Kannst du gut sehen, ne? Pass auf, guck dir das mal an. Welche Position, welche Bewegung hast du gemacht? Ich hab versucht, in den Rückwärtsgang rein. Ich hänge jetzt im Rückwärtsgang drin. Und ich bin nur so nach vorne zurückgegangen damit. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Alle kommen hier. Geil. Das siehst du, ne? Aus. Der Seil ist komplett rausgerissen. Ja. Ja. Von der Schaltung? Das sind Schaltseile. Wenn Schaltseile benutzt, weil der Motor ja hin und her kippt, die Seile sind flexibel. Im Gestänge ist das schwieriger zu realisieren. Hat man früher gemacht, heutzutage sind immer Schaltseile. Jetzt bekommt der neue Schaltseil da rein. Wir gucken uns das andere an, ob das auch neu muss, ob da auch schon was dran ist, bevor wir jetzt das eine nur tauschen. Das andere ist dann auch kaputt. Ich denke mal, Arbeitszeit so um die 2 Stunden. Das Schaltseil ist ja am Ende, dieses geflochtene Material am Ende in so eine Hülse reingepresst. Und aus dieser Hülse hat es sich rausgezogen und schiebt deshalb hin und her. Gut. Ich denke, war ja eine schnelle Diagnose. Gleich auf die Bühne und dann gucken wir mal. Dein Jagdhund. Wow. So, und ja, hier ist der Mercedes, darf ich sagen. Der ist jetzt warm genug. Lass mal zu, die Haube. Motor aus. Meinst du, die Batterie packt das gleich? Ach so. Dann, ja, aber dann haben wir wenigstens die Stauwärme drunter. Genau. Stauwärme ist, weil wir die Haube zulassen, staut sich die Hitze da drunter und der Motor wird etwas heißer. Genau, und jetzt schauen wir mal, warten wir noch ein bisschen ab, 10 Minütchen, und dann starten wir den mal und gucken, wie er dann anspringt. Weil der Kunde sagt, wenn er den dann kurz Zeit stehen lässt, wird er dann nicht mehr anspringen. Wir haben da eine Vermutung, dass wir ein Kraftstoffdruckproblem haben, aber sehen wir gleich. Jetzt gucken wir erstmal, wie er sich verhält. Jetzt müssen Sie jetzt halt einen Pullover stricken. Ich könnte eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte erzählen? Mhm. Ja, guck mal, da vorne sind wieder zwei Menschen, da sind wieder zwei Fans, die da vorne kommen. Zu der richtigen Zeit. So geht es eigentlich den ganzen Tag. Jeden Tag. Immer wieder nette Besucher. Genau. Die unterbrechen mich wenigstens in dem, was ich tue. Weil ich denke dann, ich habe eh keine Lust jetzt zu arbeiten, also mache ich lieber sowas. Ja, dann unterhalten wir uns jetzt mal ein Momentchen mit den Fans und dann sind wir gleich wieder. In der Zeit hat sich die Hitze auch gestaut. Ist auf die Finger gefallen. Ist auf die Finger gefallen. Oh, das sieht aber schön aus. Guck mal, da ist ein bisschen blau und aufgeschnitten. Guck mal. Hm. Ach so, dann geht es ja. Tut das weh? Nee. Nein. Das ist, weil er keine Gefühle hat. Keine Gefühle. Hab ich. Durst, Hunger. Ja. Ist das, also ist das wirklich jeden Tag. Ne? Ich weiß, den auch. Menschen, die gar nicht mehr zu tun haben. Die einen kommen aus Hamburg. Ja, es ist total nett, aber kostet natürlich auch tierisch viel Zeit. Aber Holger, sind alles nette Menschen. Ja. Wir sind. Oh, wenn die was zu trinken mitbringen, sind sie noch netter. Wir haben einen ersten Tag. Hallo. Boah, hallo, hallo, Holger, hallo. 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 Gehört ihr zusammen oder? Nee, das ist Zufall. Aber wir drehen gerade YouTube, ne? Ihr seid damit einverstanden, ne? Ja, alles, ja, alles super. Ich hatte schon Sebastian gefragt, ob die Herrschaft einen Termin haben. Hatten sie nicht. Aber schade. Was ich hab schon Geschenke. Aus Neumünster. Wir haben extra Bier aus Neumünster mitgebracht für euch. Wir trinken noch gar kein Bier. Nee. Stimmt. Wir trinken Kölsch, ne? Und ihr kommt aus Hamburg, oder was? Ich komme aus Hamburg, ja. Ja, cool. Unglaublich. Ja, vielen, vielen Dank. Dunkel. Das ist ja jetzt Malzbier. Das ist für dich Malzbier. Ja. Ja. Nett. Ist das. Wir trinken gar keinen Alkohol. Dass wir mal kurz Hallo sagen dürfen. Ja, kein Problem. Ja. Hallo. Hallo, tschüss. Ich dachte, wenn wir schon hier sind, dann... Ja, vor allem, dass uns beide trefft. Das ist ja, einmal die Woche sind wir zusammen hier. So, das ist auch immer wieder schön, wenn uns Leute besuchen. Ja. Vor allem Schleswig-Holstein. Halt mal ein Hebelchen. Aus Hamburg. So, wir haben den Wagen ja jetzt hier lange noch stehen lassen. Wir vermuten, dass wir hier ein... Problem haben mit Dampfblasenbildung vom Kraftstoff, dass der Haltedruck vom Kraftstoff nicht da ist. Und jetzt starten wir den Wagen mal und gucken, ob er anspringt. Warte.
Wasser. Ecco. Jo. Ja. Gut. Oh, nix. Es springt nicht. Okay, an. Gut. Dann sagt der Kunde nämlich, wenn er den Wagen, wenn ihr hier den Dings aufmacht, den Luftfilter aufmacht und oben die Stauscheibe runterdrückt, dann spritzt der Kraftstoff ein in die Zylinder. Dann wird der Wagen wieder anspringen. So, hier ist die Stauscheibe. Erklären wir gleich noch von, also sieht man auch, Jung. Ganz weich. Ganz weich? Ganz weich, ja. Okay, drück's mal runter. Ich mach mal Zündung an, drück's mal runter. Oh ja. Ja. Ist jetzt Druck drauf, ja? Mach nochmal. Da kommt er. Ja. Naja, dann, wenn man da drauf drückt, dann drückt er den Kraftstoff an den Einspritzventilen durch die Einspritzventilen. Wir müssen es erstmal grundsätzlich erklären. Dafür machen wir eben mal hier vorne auf. Ja, und dann, dass wir die alte K oder die K-Jetronik oder KI-Jetronik erklären. Zehner Nuss. Ja, Zehner Schlüssel. Das können wir am besten erklären, indem wir hier mal aufmachen und dann können wir genau sagen, wie so ein Mengenteiler geht. Das ist eine alte K-Jetronik, ist das. Die neuere Ausführung ist eine KE-Jetronik. So, und ein Schlauch dran. Ein Lüftungsschlauch. So. Oh, das ist schon eine KE-Jetronik. Hat er hey, schon? Hat schon eine KE-Jetronik, guck. Oh, guck mal, und sie haben auch schon was neu gemacht, ne? Guck mal hier, da hat er schon einen neuen Kraftstoffdruckregler drin. Genau. So, zur Erklärung, wie es funktioniert. Der Kraftstoff wird von hinten, von der Kraftstoffpumpe, geht hier in den Mengenteiler rein, läuft hier drüber zurück. Hier ist der Kraftstoffdruckregler und läuft ab wieder zurück in den Tank. Hier ist das ganze System unter Druck und hier in der Mitte ist ein Steuerkolben. Dieser Steuerkolben wird mit der Stauscheibe, je mehr Luft der Motor ansaugt, saugt er hier diese Stauscheibe runter. Hier in der Mitte. Jürgen, jetzt hast du keine Lust zu sprechen. Sag mal weiter. Ja, ich bin so. Die ganze Zeit, boah, nein, ist auch gut. Dementsprechend viel Kraftstoff wird eingespritzt. So. Durch den Steuerkolben. So. Ja. Das K für K-Jetronik steht für kontinuierliche Einspritzung. Das heißt, dadurch, dass hier die Luft angesaugt wird und der Kraftstoff eingespritzt wird, wird auf allen 8 Einspritzdüsen der Kraftstoff eingespritzt. Das gleichzeitig. Heißt, gleichzeitig. Das heißt, auch bei einem geschlossenen, Ventil, Einlass, Auslass, dann wird der Kraftstoff vorgelagert vor die Ventile. So, und wenn dann das Ventil aufgeht, saugt es den Kraftstoff an, der da vorgelagert ist. Hier gibt es eine sogenannte Oberkammer-Unterkammer. Dieser Oberkammer- und Unterkammerdruck, da gibt es einen gewissen Differenzdruck. Und dieser Differenzdruck, also bei einer K-Jetronik gibt es das nicht, aber bei einer KE-Jetronik wird dieser Differenzdruck über den Druckregler hier vorne geregelt. Und damit kann man dann schon Lambda-Regelung machen. Das heißt, die erste Schadstoffminimierung ist damit gewährleistet. Das entscheidet, wie viel Druck da ansteht, wie viel Kraftstoff eingespritzt werden soll. Genau. So, und wir vermuten, dass wir hier ein Problem haben, dass der Haltedruck nicht bleibt. Das heißt, der Druck, der hinten von dem von der Kraftstoffpumpe gefördert wird nach vorne, entweder ist hinten an der Kraftstoffpumpe. Lass uns erstmal den Haltedruck erklären. Der Druck kommt hier vorne an mit einem gewissen Druck und wenn wir die Zündung ausschalten, muss dieser Druck gehalten werden bei, ich glaube, bei 2,3 Bar oder so. Genau, und dafür sitzt hinten an der Kraftstoffpumpe ein Ventil. Wenn die Pumpe aufhört zu pumpen, schließt das Ventil und der Kraftstoff kann nicht mehr zurückfließen. Und ein Druckspeicher. Dieser Druckspeicher sorgt dafür, dass immer genug Druck vorgehalten wird. So, und das wäre die eine Möglichkeit. Das schauen wir jetzt erstmal. Wir machen jetzt erstmal hier eine Manometer dran. Ja. Und dann messen wir mal, was da kommt. Und dann messen wir mal, was. Oh, da haben wir diese alten Anschlüsse noch, du. Hast du den alten K-Jetronik-Koffer? Nee. Hast du nicht? Wo das ganze Sortiment drin ist von den Dingern? So, müssen wir mal gucken, ob wir das jetzt da angebunden kriegen. Schon lange her, dass ich Kraftstoffdruck gemessen habe an der K-Jetronik. Mal schauen mal. Hier haben wir schon jede Menge Adapter. Verdammt lang her, wenn ich davon träumen. Wir müssen die Leitungen aufmachen. Was haben wir denn da? Achter. Das
So, da können wir doch hier vorne an den Anschluss dran gehen. Ja. Dann müsste doch eigentlich da gehen. So. Hier unten ist ein bisschen Prüfanschluss dran. Da haben wir dann den kompletten Unterkammerdruck da liegen. Das ist damit Kraftstoff. Dann können wir sehen, ob der abfällt. Genau, und wir gucken jetzt und den Dichtring hier rausnehmen. Den Dichtring, wie der Kölner so sät. Ne? Haben wir eigentlich schon gesagt, was die zweite Möglichkeit war, warum er dann nicht anspringen kann, unter Umständen? Nee. Haben wir noch nicht? Nee, weiß ich nicht, habe keine Ahnung von. Wir haben eben gesagt, das ist die eine Möglichkeit, warum er nicht anspringen kann. Die andere Möglichkeit ist, dass diese Einspritzventile, hier kann man sie ansatzweise sehen, hier 1, 2, 3, 4 und hier 5, 6, 7, 8 Stück sind hier drin, dass die Einspritzventile undicht sind, tropfen und dadurch, dass die tropfen, verliert das System auch den Kraftstoffdruck. So. Und dann springt der Heiß auch nicht an. Okay, so, dann klemmen wir das hier an. Hoppala, da war ja noch Druck drauf. Der letzte, das Werkzeug benutzt, hat den Druck drauf gelassen. Ja, ist auch sinnvoll. Ja, das ist sinnvoll, klar, dann kann man immer sehen, ob der Schlauch dicht ist. Soll ich mal starten? Ja, der Jürgen startet jetzt, dann gucken wir uns an, wie der Kraftstoffdruck steigt. Okay. Ja. So. Das mal richtig Druck drauf, der Tüte, Jungen. Was haben wir denn? 8 Bar? Wie viel? 8 Bar? 5,4 Bar. 5,4? Ja, 8 Bar. Ich war total überrascht, dass es überhaupt so hoch ist. Okay, das ist jetzt also unser Systemdruck. Schaltet der Jürgen ab und dieser Systemdruck, der darf ein Stückchen zurückfallen, muss er dann mindestens bei 3,5 Bar oder sowas hängen bleiben. So, jetzt fällt er zurück und so bei 3,5 Bar oder so, das müsste eigentlich dann hängen bleiben. Hallo? 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 Hi, hallo. Ja, und das ist unser Problem. Ich würde sagen, das war mal eine sehr klassische, wunderbare Diagnose. Siehst du, er fällt immer weiter ab. Ja, fällt immer weiter ab, auf Null runter ist. So, und das kennt ja jeder. Eine Flüssigkeit, die man unter Druck setzt, da wird der Siedepunkt verändert. Ich glaube, Kraftstoff liegt der Siedepunkt bei 50, 55 Grad Celsius. So, wenn man den Druck erhöht, kennt man vom Schnellkochtopf, ne? 100 Liter, sag ich schon, 1 Liter oder 2 Liter Wasser rein. Wasser siedet bei 100 Grad, Schnellkochtopf macht man oben zu, es entsteht Druck da drin und dann wird der Siedepunkt von dem Wasser aufgesetzt. Das heißt, das Wasser siedet erst so bei 115, 120 Grad und dadurch werden die Möhrchen und Kartoffelchen. Ich habe keine Ahnung von Kochen. Ja, ich setze mich nur hin zum Essen. So, dadurch wird das Gargut eben schneller warm, weil der Siedepunkt draufgesetzt wird. So, das macht man hier auch, indem man das System unter Druck lässt und dann wird der Druck hier erhöht. So, ich glaube, ein Haltedruck von 2,5 oder 3 Bar. Aber 3 Bar. So, und dann erhöht man eben den Siedepunkt und der Siedepunkt wird dann vielleicht auf 100 oder 105 Bar, 105 Grad erhöht. So, wenn wir den aber keinen Druck haben, dann fängt er schon bei 55 Grad an zu sieden. Hier wäre es sowieso egal, ob wir sagen 2,5 Bar, 3,5 Bar. Bei dem ist der Fehler. Wir haben keinen Druck mehr drauf. Wir haben gar keinen Druck mehr dran. Das ganze System muss unter Druck stehen bleiben. Das heißt also, jede einzelne Leitung muss hier unter Druck bleiben und tut's nicht. Dadurch steht hier der Kraftstoff drucklos drin, fängt an zu kochen, es bilden sich Dampfblasen. Dann startet man und blub, 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 bis das ganze System dann sich selbst entlüftet hat, weil durch das hinten die Kraftstoffpumpe fördert, wird der Kraftstoff weiter hier reingedrückt.
an die Luft mit an den Einspritzventilen vorbei. Irgendwann ist dann die Luft raus und dann springt er an. Genau, und das, was Jürgen gerade gemacht hat, ist, er hat die Stauscheibe runtergeschoben und hat dann schon die Luftblasen komprimiert und hat schon mal Kraftstoffdruck durchgelassen, spritzt dann in den Brennraum rein oder vor das Einlassventil und der Wagen springt an. Das ist eindeutig, das ist ganz klar. Wir heben den Wagen jetzt mal rauf und gucken mal unten drunter, ob der ein Rückschlagventil hat oder woran es liegt. Wir machen aber dabei die Haube runter. Ja, weil sonst machen wir Kratzer oben in die Decke. Ja, wir wollen nicht die Decke verkratzen. Dann. Ach, guck mal hier, das ist alles außerhalb rausgeworden. Hier ist die Kraftstoffpumpe. Nee, hier ist die Kraftstoffpumpe und da ist noch eine Kraftstoffpumpe. Da sind zwei Kraftstoffpumpen. Ja. Zwei Kraftstoffpumpen? Zwei Rollenzellenpumpen. Hier oben ist der Kraftstofffilter. So, wo ist der Druckspeicher? Hier müsste das Halteventil drin sitzen. Hat der gar keinen Druckspeicher? Doch, hier oben ist der Druckspeicher. Da ist der Druckspeicher. Da, an der Stelle. Das ist der Druckspeicher. Aber das sieht jetzt eher danach aus, als wenn der Kraftstoff so richtig zurückläuft. Deswegen machen wir jetzt hier mal auf. Also der Kraftstoff wird im Prinzip aus dem Tank gefördert. Dadurch, da ist auch noch eins. Dadurch. Der hat noch zwei. Ja. Das müsste eigentlich dieses hier sein, weil das die direkte dicke Leitung ist, die vom Tank kommt. Okay, die fördern das hier in die Pumpe rein und dann mit der Pumpe nochmal nach vorne. Ja. Da kann da entweder das Ventil kaputt sein oder da hinten das Ventil kaputt sein. Ja, würde ich sagen, schrauben wir es mal auf, gucken wir uns das mal an und prüfen mal, ob das Rückschlagventil kaputt ist. Wenn es jetzt der Druckspeicher gewesen wäre, dann wäre der Druck langsamer abgefallen. Das ist eine alte eine Erfahrung von uns. Und der ist ja jetzt so richtig in einem weg. Also, was ist das, 19 da hinten oder 17? Ja. Ist er, ne? Ja. Ich bin direkt wieder da, ich muss ja immer auf Toilette. Also 17. Haben wir ja einmal innen. Innen ist, glaube ich, kleiner, oder ist auch 17? Ja, nochmal zwei 17er haben wir. Ich habe jetzt auch so Werkzeugkiste, da sind Rollen drunter. Ne? Da kann man das hinschieben, da brauchst du nicht so viel hin und her. Das ist aber eine Erfindung. Wahnsinn, oder? Mit Rollen? Ja. Ja, hau doch mit dem Ding hier. Ein Wahnsinn, oder? Ich will das Ding nicht. Unbegreiflich, mit Rollen. So, brauchen noch. Wie geht denn hier weiter? Holger, wenn du die Plastikverkeilung abmachst, kommen wir hier besser dran. Ach so. Gute Idee, Junge. Wir müssen gleich die Pumpe losmachen und nach da wegschieben, damit wir den Anschluss da rauskriegen. Ja. So, jetzt kann man das abschrauben, ne? Ja, genau. Mit dem 16er, 17er, 15er, 15er Schlüssel. Ja, der zum Beispiel nicht. Auf das ist er. Oh. Guck mal, jetzt kommt der Kraftstoff raus, das heißt, das Rückschlagventil müsste eigentlich funktionieren. Tu mal den Finger drauf. Ja, mach ich ja. Zieh raus. Zieh raus. Das ist neu. Oder? Ja. Ich mache das mal ein bisschen sauber und dann kann man das testen, indem man da einfach reinbläst. Wenn es schnell geht, macht nichts, ne? Ja. So, also in die Richtung. Dicht? Ist dicht? Ja, aber wie geht das dann? Wie geht dann was? Wie fließt dann da der Kraftstoff zurück, wenn das Ding dicht ist? Der funktioniert. Ich nehme meinen Finger weg. Ja, tu weg.
Dann haben wir ja dann in dem anderen noch eins, ne? Oder? Ja, gut. Aber wie geht das? Wie läuft denn dann der Kraftstoff zurück? Geht der nicht? Dann würde der hier drüber, hier drüber. Ja. Dann würde er hier anhalten. Ja. Was ist denn, wenn der Druckspeicher undicht ist? Und nach hinten der Kraftstoff rausläuft. Und dann würde ja der Kraftstoff hinten aus dem Anschluss vom Druckspeicher rauslaufen, aus dem hier. Und wieder zurück in den Tank. Dafür haben die das ja so gemacht. Wenn der undicht ist, haben sie extra hier den Lecklaufanschluss dran gemacht, hier oben. Ja. Und dann läuft der Kraftstoff hier wieder zurück in den Tank. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit. Pass auf, dann machen wir die Leitung los. Ja. Machen die Leitung los. Verstanden? Komm mal gucken, Basti. Basti Patrick, Entschuldigung. Das ist schon wieder. Hier ist der Druckspeicher. Dieser Druckspeicher ist hier mit dieser Leitung, kann man sehen, guck mal hier. Hier mit dieser Leitung ist der Druckspeicher. Gib mal bitte meine andere Taschenlampe, meine Taschenlampe ist gerade leer. Also nochmal. Hier ist der Druckspeicher. Dieser Druckspeicher ist hier an der Druckleitung mit angeschlossen. Das heißt, wenn die Kraftstoffpumpe pumpt, pumpt die Kraftstoffpumpe auch hier den Druck drauf. Hier ist eine Feder, die sich spannt. Und in dem Moment, wenn man den Kraftstoff, wenn man aufhört, den Motor abschaltet, drückt diese Feder mit Druck auf diese Leitung drauf und speichert den Druck und sorgt dafür, dass der Druck gespeichert bleibt. Also, dass die Leitungen voller Druck bleiben. Wenn jetzt aber hier hinten dieser Schlauch, das, was Jürgen sagt, dieser Schlauch undicht ist oder dieser Druckspeicher undicht ist, dann drückt der Kraftstoff hier zurück einfach in den Tank rein. Wir haben gedacht, das wäre das Rückschlagventil, scheint es aber nicht zu sein. Jetzt machen wir hier hinten die Leitung los. Machen die Leitung los. Ich kletter nach oben mit einer Leiter, starte den Wagen und dann darf da kein Kraftstoff rausfließen. Wenn der Kraftstoff da rausfließt, dann ist es der Druckspeicher. Aber vorher müssen wir hier auf jeden Fall das Ganze wieder zusammenbauen, weil wir ansonsten hier einen schönen Springbrunnen haben. Wo hast du die Schraube hingetan für die? Hier liegt hier vorne. Für welche? Für den. Hier. Richtig drin. Ja. Das kann ja natürlich sein. Ne? Das haben wir doch schon mal gehabt. Kann ich mich erinnern, das war so der erste Fall, den wir im Fernsehen gedreht haben, wo wir nach Holland gefahren sind. Wir noch, genau. Ja. Der C. 124 Coupé war das, ne? Nee, 190er. 190er, ja. So, okay. Ach, Jürgen. Bist du über dich gelaufen jetzt? Nein, ist nichts passiert. Ich kann das gar nicht zuhalten hier. Ist nichts passiert. Nichts passiert? Nein. Du hast extra das Ding hier weggeschoben. Boah, ey, wenn ich meine Kippe jetzt anzünde, dann sind die lodernde Flammen. Guck mal, wie meine Brille aussieht. Die ganze Brille. Alles voll Kraftstoff. Hör mal, du Kraftstoff, das kannst du aber jetzt nur ganz kurz machen. Ne? Warum läuft der Kraftstoff auch? Darf er gar nicht? Natürlich. Das ist ja der Kraftstoff, der wieder zurück in den Tank läuft. Der ist ja direkt an den Tank angeschlossen. Er darf aber nicht. Hier. Welcher? Hier kommt der raus, aus dem Schlauch. Hier, aus dem Schlauch. Der kommt ja direkt von der Kraft, vom Tank. Ach so, okay, deswegen. Ja, dann lass mal eine Schraube reinmachen. Vielleicht einen Schraubenzieher. Ein Kreuzschraubenzieher. Ja, meine Taschenlampe ist leer. Passt das Ding da rein? Hier, passt das da rein? Nee. Der Kreuzschraubenzieher, der da oben liegt, der müsste da reinpassen. Ja, ich glaube ja. Von hier aus, von so. Okay. Ja. Halt mal zu. Ach, Scheiße. Hey, ich habe das früher schon gehasst, ne, mit diesem Kajetronik-Kram. Okay. Ach, das ist aber Axel. Axel. Ich hätte wieder schön lecker, wenn ich nach Hause komme. Mein Schatz, du riechst auch wieder lecker nach Kfz-Mechatroniker. Das ist eher wie ein Tankwart. Ach, nein. Ja gut, aber aus dem Anschluss des Druckreglers darf jetzt nichts mehr rauskommen. Hier brauchen wir nicht mehr weiterprüfen, Holger. Wie ist mein? Das läuft über den Druckregler raus. Über den Druckspeicher. Druckspeicher. So, ich will es doch trotzdem mal gerne sehen. Ich gehe mal rauf und mache mal ganz kurz die Zündung an. So, Achtung! Ganz kurz nur. Ich bin oben. Ja. Soll ich mal Zündung anmachen? Ja. Gut. Und? Ja, läuft direkt raus. Läuft direkt raus? Ja.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ich weiß jetzt aber nicht, ob das alle verstanden haben. Ich hole jetzt mal ein Stückchen Kreide, dann machen wir es mal eben auf, dass es auch jeder versteht, was wir jetzt hier gemacht haben. Ja, das ist eine gute Idee, weil es ist sehr schwer zu erklären, wie das da drin funktioniert mit dieser Membrane. Er malt es auf. Mal den Druckspeicher schön groß, damit man sich das vorstellt. Hier machen wir erstmal, das ist der Kraftstofftank. Ne, der wird hier oben befüllt. Hier ist der Kraftstoff drin. Dann haben wir hier einen Anschluss. Dieser Anschluss geht zu unserer Kraftstoffpumpe. Das ist den, den erstmal zum Filter. Nee, erst zur Pumpe. Nee, erst zum Filter. Ja, egal. Gut. Filter, Kraftstoffpumpe. Haben wir hier erst den Filter. Okay. So, aus dem Filter kommt es dann raus. Geht es zur Kraftstoffpumpe. Egal, ob so rum oder so rum. Weil ich meine nämlich, erst kommt die Kraftstoffpumpe, dann kommt der Filter, aber Jürgen meinte... Habe ich doch gesagt, erst kommt die Pumpe, dann kommt der Filter. Das ist doch eine Pfeifenkopf. Also, dann haben wir hier auf jeden Fall unsere Pumpe mit den elektrischen Anschlüssen, die dann zu einem Relais gehen. So, diese Pumpe saugt den Kraftstoff an, drückt den hier durch einen Filter. Dieses geht nach vorne über eine Leitung, geht dann da vorne dann zu unserem Mengenteiler, wo wir dann jeweils hier zu diesen 6 Einspritzdüsen, hier sind die Düsen. Gut, jetzt haben wir hier 8, ne? Aber das ist ja nicht so. Ich bin ja ganz flexibel, ne? Dann haben wir 8. So. So, und dieses ganze System, wenn wir die Zündung ausschalten, dieses ganze System hier muss unter Druck bleiben. Muss unter Druck bleiben, weil ansonsten wir dieses Problem mit dem Siedepunkt haben, was ich vorhin erklärt habe. Da hat man sich Gedanken gemacht und hat dann hier parallel dazu noch eine Leitung gelegt zu unserem Druckregler. Druckspeicher. Entschuldigung, Druckspeicher. Dieser Druckspeicher ist hier hinten mit diesem Anschluss und dieser Anschluss führt hier hinten wieder zum Tank. Der hat nur eine Sicherheitsfunktion. So, und dieser Druck, der jetzt hier reingepumpt wird, wird natürlich auch hier reingepumpt. Hier ist so eine Platte und hier hinten ist eine Feder drin. So, dieser Druck, der jetzt hier nach hier vorne geht, geht natürlich auch hier auf diesen Druckspeicher drauf. Die Membrane wird zurückgedrückt und wenn ich jetzt die Zündung ausschalte, arbeitet die Federkraft gegen das restliche System. Und da überall das System geschlossen ist. Genau, haben wir ja hier geprüft. Hier ist da ist es zu. Hier ist es zu. Vorne sind die Einspritzdüsen, die sind zu. Die sind zu. Dadurch hält sich der Druck. So, und jetzt ist diese Membrane hier kaputt. Hier ist ein Loch drin. Hier, oder hier an der Seite. Das ist hier oder an der Seite da eine Seite. So, und jetzt läuft der Kraftstoff direkt hier wieder zurück in den Tank. Unser ganzer Druck geht verloren. Dadurch, dass der ganze Druck verloren geht, haben wir dieses Problem im Siedepunkt. Das Ding fängt an zu kochen, völlig aus. Und deswegen springt der Wagen im warmen Zustand nicht an, wie der Jürgen vorhin das Ding runterdrückt hat. So, jetzt machen wir den Druckspeicher. Müssen wir gucken, wo wir den herkriegen. Vielleicht kriegen wir den sogar noch von Daimler oder ansonsten irgendwo anders her. Ja. Den Druckspeicher neu, dann läuft das Auto wieder. Ole, und also rechte Seite. Hör mal, jetzt riechst du endlich mal gut. Eude Oktan, ne? Eude Oktan. Ihr Lieben. Das war's. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, so ein bisschen bei der Fehlersuche mit dabei zu sein. Ihr habt das verstanden? Das ist das, was uns Spaß macht. Genau. Macht richtig Spaß, ne? Ja. Wenn es so floppt, macht es echt Spaß. Ja. Euch eine gute Zeit. Daumen rauf, Daumen runter, so wie ihr möchtet. Und wir freuen uns aufs nächste Video. Ja. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.